Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema CO2-Abgabe und da möchte ich gerne kurz die wichtigsten Punkte mit dir zu diesem Thema teilen. Ab dem Jahr 2021, konkret ab dem 01.01., werden also für fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas Abgaben fällig, und zwar für jede Tonne CO2, die bei der Verbrennung dementsprechend frei wird. Ja. So, und im Jahr 2021 sind es genau 25 Euro je Tonne CO2. Und die Sache ist einfach die, dass die natürlich von den Mineralölkonzernen, Mineralölhändlern und so weiter natürlich an den Staat abgeführt werden müssen. Und diese werden das ja natürlich logischerweise dann auch in ihren Preiskalkulationen an den Verbraucher dann wieder weitergeben. So, und deswegen ganz kurz auf ein paar Eckpunkte, was verändert sich dadurch für den Verbraucher? Ja, also wenn wir jetzt einfach mal diese 25 Euro je Tonne CO2 mal auf Leute ansetzen, die jetzt eine Gasheizung betreiben, dann werden die einfach feststellen, dass die Gaskosten ja um circa 0,54 Cent die Kilowattstunde steigen werden. Ja, so, aber es bleibt ja jetzt nicht bei diesen 25 Euro je Tonne, sondern zeigt ja da gleich auch noch die Staffel, es wird von Jahr zu Jahr steigen. Das heißt, du wirst jetzt also als Verbraucher nicht nur dieses Jahr vermutlich steigende Kosten haben, sondern auch die folgenden Jahre. Ja, so, und die Bundesregierung verfolgt ja ein gewisses Ziel da damit. Und beziehungsweise es sind ja auch gleich mehrere Ziele. Zum einen ist natürlich das Thema ganz wichtig, dass wir den Klimawandel, beziehungsweise dass wir die Klimaziele, die im Pariser Klimaabkommen dann quasi verabschiedet wurden, dass die halt auch eingehalten werden. Und da soll eben diese CO2-Abgabe, CO2-Steuer ein Teil dazu beitragen. Man möchte also dadurch den Schritt in die richtige Richtung machen, um die Erderwärmung auf 102 Grad ja, zu halten. Dann möchte man natürlich aber auch die EEG-Umlage im Jahr 2021. Das habe ich dir hier auch nochmal mit reingenommen in den Blogartikel, den ich dir übrigens dann auch verlinken werde. Da kannst du nochmal alles in Ruhe nachlesen. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Die EEG-Umlage wird dann quasi auf 6,5 Cent die Kilowattstunde in 2021 gesenkt werden und auf 6 Cent die Kilowattstunde 2022. Ja, man möchte einfach da das Ansteigen der Strompreise, ja, ich sag mal, auf ein moderates Maß eindämmen. Und das ist dann im Prinzip ebenfalls ein Teilziel, was dadurch erreicht werden soll. Das Gleiche gilt für die Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale wird quasi jetzt im Jahr 2021 von 30 Cent auf, Moment, ich muss gucken, 35 Cent je Kilometer ab dem 21. Kilometer angehoben und im Jahr 2024 dann ja auf 38 Cent. Ja, so, also grundsätzlich will man natürlich die Reduktion der CO2-Emissionen ja, deutlich einschränken. Und das ist im Prinzip so die Beweggründe und die Zielsetzungen, die ja aus dieser CO2-Abgabe dann resultieren sollen. Ne? So, jetzt ist aber die Frage, beziehungsweise schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie wird denn das Steigen, das Ansteigen des CO2-Preises der Bepreisung sein? 2021 werden es 25 Euro je Tonne CO2 sein, 2022 30, 2023 35 und dann ab dem Jahr 2025 55 Euro je Tonne CO2. So, und jetzt ist ja die Frage, was heißt das denn konkret für uns Verbraucher? Da werde ich jetzt gleich dir noch drei Beispiele dazu geben. Aber du siehst schon hier, dass, wenn wir uns jetzt mal auf das Thema Erdgas fokussieren, wirst du feststellen, dass da bereits im Jahr 2021 circa 0,54 Cent brutto die Kilowattstunde Erdgas mehr kosten wird und im Jahr 2025 schon 1,19 Cent, ja, einfach durch diese Bepreisung. So, und jetzt ist die Frage, was heißt das denn konkret? Also, wir haben ja im Prinzip, die CO2-Abgabe betrifft ja im Großen und Ganzen einmal den Bereich Verkehr und einmal den Bereich Wohnen, ja. So, und wenn wir uns jetzt mal den Bereich Verkehr anschauen, also was bedeutet es konkret für Autofahrer, wenn jetzt im Prinzip wird da durch diese CO2-Abgabe das Benzin um circa 7 Cent den Liter teurer, ja, und der Diesel um circa 8 Cent pro Liter, ja. Wenn jetzt du 20.000 Kilometer im Jahr fährst und dein Auto durchschnittlich 6 Liter auf 100 Kilometer braucht, dann sind das für einen Autofahrer mit diesen Eckdaten rund 84 Euro mehr im Jahr.
Hat dieser Autofahrer jetzt noch eine Ölheizung, ja, dann wird sich auch die Ölheizung, das Heizöl, um ca. 8 Cent pro Liter verteuern. Und bei 1200 Liter Verbrauch, ja, sind es nochmal 96 Euro. Das heißt, für diese Person, Autofahrer, Besitzer einer Ölheizung, Mehrkosten von 180 Euro. Hat jemand Eigentum und betreibt eine Gasheizung, ja, dann sieht die Sache so aus. Wir haben, wie bereits erwähnt, diese 54 Cent pro Kilowattstunde brutto mehr, ja. Bei 18.000 Kilowattstunden pro Jahr sind es dann Mehrkosten von rund 97 Euro. Das heißt auch hier rund 180 Euro Mehrbelastung einfach durch die CO2-Abgabe. So, und das ist jetzt etwas, dagegen kann man sich im Großen und Ganzen nicht wehren. Man hat aber allerdings natürlich die Möglichkeit, dadurch, wenn jetzt diese Preiserhöhung dann an den Verbraucher weitergegeben wird, hast du zum Beispiel für deinen Gasvertrag Sonderkündigungsrecht und von dem kannst du natürlich Gebrauch machen und dementsprechend kannst du dir am Markt einen günstigeren Anbieter suchen. So, und dadurch, gerade wenn jetzt ein Verbraucher noch gar nie gewechselt hat, entsteht hier sehr, sehr häufig ein hohes Einsparpotenzial. So, nun ist natürlich immer die Frage an der Fülle der Anbieter, die richtigen Anbieter für sich herauszufinden. Das übernehmen wir natürlich sehr gerne für dich. Findest du unterhalb des Videos dann zum einen den Link zu diesem Artikel, den du dir nochmal nachlesen kannst, wo du nochmal alle Informationen aufbereitet findest. Und du findest auch einen Link, wo du einfach einen Gesprächstermin mit uns vereinbaren kannst. Und dann kümmern wir uns dann natürlich auch dann um die Abwicklung da für dich. Ja? So, und das Gute ist, man kann jetzt nicht nur im Bereich Gas dann quasi durch einen Anbieterwechsel profitieren, sondern es gibt viele Anbieter, beziehungsweise es gibt schon den einen oder anderen Anbieter am Markt. Ja, viele ist verkehrt. Die es auch ermöglichen an der Zapfsäule, wenn man zum Beispiel einen Strom- oder einen Gasvertrag hat, ja, an der Zapfsäule ebenfalls einzusparen, indem man ja einen Rabatt auf den Preis an der Zapfsäule bekommt. Auch das ist ein Thema, wo man den ein oder anderen Euro dann auch noch einsparen kann, sodass man jetzt nicht sofort diese 180 Euro Mehrbelastung dementsprechend hat. Ja. Inwieweit das bei dir der Fall ist, kann ich natürlich jetzt so nicht sagen. Deswegen gerne, wenn du möchtest, einen Gesprächstermin vereinbaren, dann können wir einfach mal schauen, ja, wie du ja, diese Mehrbelastung in den folgenden Jahren nicht hast. So, in diesem Sinne, ja, hoffe ich, dass das Video dir weitergeholfen hat. Wenn dem so war, freue ich mich natürlich über jeden Daumen hoch. Ich freue mich auch über jeden positiven Kommentar. Und ja, in diesem Sinne, alles, alles Gute und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.